Schulstart mitten in der vierten Corona-Welle. Der erste Schultag bringt Corona-Tests für alle. Wie das abgelaufen ist, berichtet unsere Reporterin Lisa Veits. Urteil in Belarus. Die Regimekritikerin Maria Kolesnikova muss für 11 Jahre ins Gefängnis. Wir schalten live nach Moskau zu Paul Griesey. Entscheidungsspiel. Das Match morgen gegen Schottland könnte auch über die Zukunft von Teamchef Franco Foda entscheiden. Und das Wetter wird sonnig und warm. Das Wiedersehen in der Klasse, das Wetter am ersten Schultag, all das wird im Osten Österreichs heute wieder von der Corona-Pandemie getrübt. Willkommen bei der Mittagstipp. Die vierte Welle hat Österreich fest im Griff. 1429 Corona-Fälle hat es seit gestern wieder gegeben. Das ist der höchste Montagswert seit Ende April. Von einem sorgenfreien Schulstart in Ostösterreich kann da keine Rede sein. 500.000 Schülerinnen und Schüler kehren heute in die Klassen zurück. Auf sie wartet ein intensives Corona-Testprogramm. Dreimal pro Woche wird getestet, erstmals auch mit den genaueren PCR-Tests. Erster Schultag in der Volksschule Waltergasse im 4. Wiener Gemeindebezirk. Die Palette bei den SchülerInnen reicht von nervös bis zu gelassen. Was passiert denn da heute alles, weißt du das? Nur bla bla bla. Und meine Schulzimmer aufmachen zu Hause. Eine Gelassenheit, die Bildungsminister Fassmann, der die Volksschule Waltergasse in der Früh besucht hat, teilt. Also keine Sorgenfalten. Eigentlich mache ich mir weniger Sorgen um diese Schulen. Ich gehe mit Respekt in diese Situation auch hinein. Aber wir haben so viel dazugelernt, wie wir mit dem Virus umgehen können, dass ich eigentlich optimistisch bin, wenn wir alle eine gewisse Gelassenheit und einen kühlen Kopf bewahren, dass wir dieses nächste Semester gut über die Runden bringen. Gut vorbereitet ist jedenfalls die Mittelschule Pelzgasse im niederösterreichischen Baden. Die Sicherheitsphase und auch die vermehrten Tests werden von den meisten Eltern mitgetragen. Ich begrüße das Ganze und ich bin auf eines draufgekommen, so wie man es den Kindern vorlebt, so wird es auch umgesetzt. Unsere Kinder gehen gerne testen. Es werden wahrscheinlich dass alle Eltern in Österreich antworten und natürlich ist es wichtig, dass die Schulen offen bleiben. Der Weg dahin, testen, was das Zeug hält, in den ersten 3 Wochen mit Antigen- und PCR-Tests, egal ob geimpft oder genesen. Wir schalten zu unserer Reporterin Lisa Veits. Sie sind an einer Handelsakademie im 10. Bezirk in Wien. Das Schuljahr hat mit Corona-Tests begonnen, aber wie ist das heute abgelaufen? Ja, die Frage werde ich jetzt gleich an den Direktor der Schule, Jörg Hopfenberger, weitergeben. Wie war denn heute der Ablauf der Tests? Wie hat das funktioniert und gab es auch einen positiven Fall? Wir haben heute in der Früh uns zuerst gefreut, dass die Menschen wieder im Haus sind und haben bei 1200 Menschen einen Verdachtsfall gehabt. Der ist schon in PCR-Abklärung und wir erwarten auch heute das Ergebnis. Okay, Sie reagieren da sehr gelassen darauf. Ist das ein guter Wert? An Handelsakademien reagieren wir gelassen, weil wir Organisation können. Das ist ein guter Wert. Viele haben im Vorfeld schon getestet, haben Eigenverantwortung gezeigt und viele sind hoffentlich und auch sicherlich geimpft. Und dadurch haben wir eine gute Lage. Okay. Wie war das jetzt im Vorfeld? War es administrativ viel Arbeit? Was ist auf Sie zugekommen? Wie ist es Ihnen da gegangen? Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wie wir wissen, Hausaufgaben macht man so früh wie möglich. Dass das auch von vielen Institutionen nicht immer gleich geht, ist klar. Wir freuen uns über Informationen, die rasch vorliegen, die früh vorliegen, aber wir brauchen auch die Balance der schnellen Schritte. Also auch hier werden wir auch tagesaktuelle Ereignisse immer einkalkulieren müssen. Okay, aber das heißt, Sie sind zufrieden mit dieser kurzfristigen Vorgabe? Auch wenn ich nicht zufrieden bin, wird es die Möglichkeit nicht ändern. Die Pandemie nimmt nicht auf unsere Planungen Rücksicht. Wir nehmen auf die Pandemie Rücksicht. Und wenn die Schulpartner zusammenhalten, auch mit Eltern und auch den Behörden, dann ist das der einzige Weg. Letzte Frage, wie war jetzt der erste Schultag? Die Jugendlichen, die Lehrpersonen, alle Beteiligten hatten eine große Freude, haben sich über das Willkommen gefreut. Aber es geht auch um das Thema Information und Impfen. Super, dann danke ich Ihnen dafür und gebe zurück ins Studio. Vielen Dank, Lisa Veits, für diesen Live-Bericht. Mit dem Ende der Schulferien steht natürlich jetzt auch wieder das Thema Gewalt an den Schulen auf der politischen Agenda. ÖVP-Innenminister Karl Nehammer sieht hier Probleme und will mehr auf Gewaltprävention setzen. Angst vor Mobbing und Gewalt darf den Schulalltag nicht prägen. ÖVP-Innenminister Nehammer fordert daher Anti-Gewalt-Trainings für 11- bis 14-Jährige. Wir sind auch hier bereits schon im Dialog, auch mit dem Bildungsministerium und darüber hinaus,
sind wir dabei, von Seiten des Innenministeriums auf den Polizeiinspektionen Spezialistinnen und Spezialisten von Seiten der Polizei genau für diese Trainings auszubilden, um auch hier präventiv zu wirken. Insbesondere an sogenannten Brennpunktschulen sollen diese Trainings gefördert werden. Es ist wichtig, dass Pädagoginnen und Pädagogen in Zusammenarbeit mit der Polizei hier auch zeigen, dass einerseits die Polizei der Partner ist, der Jugend. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite aber, dass jedes Tun und Handeln, das gegen das Gesetz verstößt, auch Konsequenzen haben kann. Innenminister Nehammer erhofft sich dabei ähnlich viel Erfolg wie bei der Verkehrserziehung. Ins Ausland jetzt. In Belarus ist die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Der mitangeklagte Regierungskritiker Maxim Snak muss 10 Jahre ins Gefängnis. Die beiden spielten im Vorjahr eine zentrale Rolle bei den Massenprotesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko nach den umstrittenen Präsidentenwahlen. Sie haben einen Koordinierungsrat für eine friedliche Machtübergabe in Belarus gegründet. Für die Behörden war das der Versuch einer illegalen Machtergreifung sowie die Gründung einer extremistischen Vereinigung. Die Opposition bezeichnet die Vorwürfe als absurd und auch international wurde der Prozess heftig kritisiert. Und wir schalten jetzt live nach Moskau zu Paul Griesheim. Das Regime in Belarus geht mit aller Härte gegen die Opposition vor. Das zeigt auch das heutige Urteil. Was bedeutet das denn für die Opposition in Belarus? Ja, das ist ein vernichtendes Urteil und ein klares Signal des Machthabers Alexander Lukaschenko an alle politischen Gegner. Wer mit seinem Regime nicht einverstanden ist, der muss mit harten Strafen zu rechnen. Mit der Verurteilung von Maria Kolesnikowa geht heute in Minsk ein Blitzprozess zu Ende. Ein Prozess, der nach Ansicht der Opposition mit Rechtsstaatlichkeit nichts gemeinsam hatte. Machthaber Alexander Lukaschenko regiert brutaler denn je, hat man den Eindruck. Wie fest sitzt er denn im Sattel? Derzeit gibt es wenig, was ihm gefährlich werden könnte, vor allem dank der Unterstützung des großen Verbündeten Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Lukaschenko einen günstigen Partner gefunden. Er unterstützt ihn mit Milliardenkrediten und mit günstigen Rohstoffen. Das liegt einerseits daran, dass Lukaschenko für ihn ein praktischer Partner ist. Er ist leicht steuerbar, weil er völlig in der Gunst von Wladimir Putin steht. Und er bildet mit Belarus eine Art Bollwerk gegen den Westen. Auch das entspricht völlig den russischen Interessen. Danke, Paul Griesheim, für diese Analyse. Die Taliban haben nach eigenen Angaben das lange von Widerstandskämpfern gehaltene Panjshir-Tal in Afghanistan vollständig erobert. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Die Nationale Widerstandsfront hat die Berichte aber auch nicht dementiert. Und jetzt soll es eben rasch gehen mit der Bildung einer Taliban-Regierung für Afghanistan. Und wieder hissen sie die Fahne der Taliban, diesmal im letzten noch nicht von ihnen beherrschten Gebiet. Das sollen zumindest von den Taliban in Umlauf gebrachte Videos demonstrieren. Das Gebiet ist unter unserer Kontrolle, die Feinde hatten hohe Verluste, verkündet dieser Taliban-Sprecher und ergänzt, man sei gekommen, um die Bewohner hier zu beschützen. Tagelang war intensiv um das strategisch wichtige Panjshir-Tal gekämpft, schon einmal der Sieg der Taliban verkündet und von der Opposition umgehend dementiert worden. Doch diesmal scheinen die Berichte zu stimmen. Denn kurz zuvor hatte der Chef des Widerstandes, Ahmad Massoud, Friedensverhandlungen mit den Taliban angeboten, ein Zeichen für die drohende Niederlage. Massoud soll inzwischen geflohen und in Sicherheit sein, jedoch hochrangige Mitstreiter im Kampf verloren haben. Im Tourismus sind die Nächtigungen noch weit weg vom Vorkrisenniveau 2019, aber es geht aufwärts. Wir sind dabei bei unseren Wirtschaftsnachrichten mit Katja Winkler. Ja, die erste Hälfte des Sommers ist besser gelaufen als im Vorjahr. Insgesamt wurden von Mai bis Juli knapp 26 Millionen Nächtigungen gezählt und damit um ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Es gibt aber deutliche regionale Unterschiede. Das niedrigste Plus mit knapp 9% gab es in Kärnten. In Wien dagegen sind die Übernachtungen um mehr als die Hälfte gestiegen. Das liegt aber vor allem daran, dass der Städtetourismus im Vorjahr am stärksten eingebrochen ist. Trotz dieser vergleichsweise erfreulichen Zahlen dürfte das heurige Jahr insgesamt aber schlechter verlaufen als das Corona-Katastrophenjahr 2020. Mitte Mai haben die heimischen Hotels nach 7 Monaten Lockdown wieder öffnen dürfen. Bis Juli sind die Nächtigungen dann gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel gestiegen, die Einnahmen um ein Viertel. Das hat das Wirtschaftsforschungsinstitut errechnet. Aber man dürfe sich wegen dieser Zahlen von Mai bis Juli noch nicht zu früh freuen.
Allerdings rechnen wir auch damit, dass Juli, August, September vielleicht weniger stark ausfallen als noch letztes Jahr, weil viele Gäste im Inland wie auch im nahen Ausland die Zeit genutzt haben, um wieder in den Süden zu reisen und nicht nach Österreich. Selbst wenn nun kein Lockdown mehr kommt, das heurige Tourismusjahr wird insgesamt wohl noch schwächer ausfallen als das letzte Jahr. Denn die so wichtige Wintersaison Anfang des Jahres lief schlecht. Die Hotels waren wegen des langen Lockdowns zu. Im Gegensatz zu 2020, wo die Wintersaison noch fast bis zum Ende stattfinden konnte. Auch der Flugverkehr ist noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Und das, obwohl die Ferienflieger in den Sommermonaten gut gebucht waren. Die Luftfahrtindustrie denkt aber schon längst wieder an die Zeit nach der Pandemie. So hat etwa der oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC einen dreistelligen Millionenauftrag an Land gezogen. FACC zählt zu den wichtigsten Industriebetrieben des Landes. In 4 Werken in Oberösterreich werden Teile für Flugzeuge hergestellt. Die Corona-Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Viele Bestellungen wurden nach hinten verschoben. Jetzt sind die Bänder aber wieder voll angelaufen und künftig wird hier noch mehr produziert. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bei FACC einen Großauftrag in Bestellung gegeben. Die Oberösterreicher sollen als einziger Zulieferer Höhen- und Seitenruder für den Airbus A220 herstellen. Diese dienen zur Steuerung und Stabilisierung des Flugzeugs. Dem Vernehmen nach liegt der Auftragswert zwischen 100 und 300 Millionen Euro. Damit baut Airbus die Zusammenarbeit mit FACC weiter aus. Seit 40 Jahren beliefern die Oberösterreicher den Flugzeugbauer jetzt schon mit Teilen. Nachdem FACC erst im Vorjahr wegen der Krise 650 Beschäftigte gekündigt hatte, soll der neue Auftrag jetzt wieder neue Jobs schaffen. Man suche bereits nach Personal, heißt es heute. Soweit das Wichtigste aus der Wirtschaft. Wieder zurück zu dir, Stefan. Danke, Katja. Nicht alle Festivals konnten heuer stattfinden, jenes in Grafenegg aber schon. Wie bereits im Vorjahr mit Corona-Sicherheitskonzept und heuer sogar als Jubiläumsausgabe. Gestern Abend ist am Wolkenturm das Abschlusskonzert über die Bühne gegangen, mit dabei ein Opernstar aus den USA. Mit Strauss' 4 letzten Liedern findet die 15. Festivalsaison ihren Abschluss. Mit der Sopranistin Renee Fleming, die schon beim ersten Festival am Wolkenturm gesungen hat. Vier letzte Lieder nach so die 2 Jahre, die wir alle hatten, ist so ein Geschenk. Weil es ist total episch und heute Abend war wirklich Besonderes für mich, auch wieder hier zu sein. In den vergangenen Wochen haben pandemiebedingte Ausfälle das Festival geprägt. Das heißt ein Chor, 2 Orchester, Dirigent, Instrumentalsolist, Sänger, die mussten alle ersetzen, aber wir haben Gott sei Dank fantastische Substituten bekommen. Die Belohnung insgesamt 40.000 Besucher und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Corona macht auch den Wiener Sängerknaben einen Strich durch die Rechnung. Sie sagen alle Auslandstourneen bis 2022 ab. Begründet wird das vor allem mit den fehlenden Impfmöglichkeiten für Kinder unter 12 Jahren. Stattdessen plane man bis Weihnachten 20 Konzerte in allen Bundesländern. Ein kurzer Auftritt war das gestern auch beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien. Nach nur wenigen Minuten haben Mitarbeiter der brasilianischen Gesundheitsbehörde das Spielfeld betreten und 3 argentinische Spieler vom Platz geholt. Denn die argentinischen Spieler hätten bei der Einreise nicht angegeben, dass sie zuvor in Großbritannien waren, so der Vorwurf. Alle 3 spielen bei englischen Vereinen. Wegen der brasilianischen Corona-Beschränkungen hätten sie in Quarantäne gehen müssen. Das Match wurde abgebrochen. Die Argentinier sind bereits zurückgereist. Eine Disziplinarkommission des Weltverbands FIFA wird nun entscheiden, wie es weitergehen wird. Hier geht es mit Fußball weiter, denn auch in der österreichischen Nationalmannschaft kriselt es. Nach dem 2:5 Debakel gegen Israel werden beim ÖFB-Team immer noch die Wunden geleckt. Doch mit Schottland steht der nächste Gegner bereits morgen vor der Tür. Keine leichte Aufgabe, besonders groß ist der Druck allerdings auf Teamchef Franco Foda. Mit Platz 4 in ihrer Gruppe bleibt die österreichische Mannschaft zur Halbzeit der WM-Qualifikation weit hinter den Erwartungen. Gegen Schottland soll nun ein erster Schritt der Wiedergutmachung gesetzt werden. Wir wissen, das ist für uns ein finales Spiel und das müssen wir unbedingt gewinnen. Und dazu sind wir aber absolut in der Lage.
Der Vertrag von Teamchef Foda läuft bis zum Ende der WM-Qualifikation, das aufgrund der zweiten Chance über die Nations League wohl erst im Frühjahr sein wird. Die kritischen Stimmen würden im Fall einer Niederlage gegen Schottland aber wohl noch lauter, und zwar für einen vorzeitigen Abgang. Ja, mit diesem Thema beschäftige ich mich nicht, weil ich davon ausgehe, dass wir morgen gewinnen werden. Das Heimspiel gegen die Schotten sehen Sie morgen ab 20.15 Uhr live in ORF 1. Und hier sehen Sie jetzt gleich aktuell noch eins. Thema heute: ein tödlicher Unfall auf der Westautobahn in Oberösterreich. Ein Fußgänger ist ums Leben gekommen, Nadja. Er wurde von zumindest einem Auto überrollt und tödlich verletzt. Wie und warum der Fußgänger überhaupt die Autobahn überqueren wollte, ist unklar. Auch nicht, um wen es sich bei dem Todesopfer genau handelt. Und der heutige Schulstart in Ostösterreich ist natürlich auch bei uns Thema, wie dieser erste Tag mit der Sicherheitsphase begonnen hat. Und was für Schülerinnen und Schüler vor allem herausfordernd ist, dazu ist gleich Bundesschulsprecherin Alexandra Bossek bei mir. Danke, Nadja. Das war die ZIP um 13 Uhr. Hier kommt jetzt gleich noch Christa Kummer mit den aktuellen Wetteraussichten. Und danach folgt aktuell noch eins. Damit einen schönen Nachmittag. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie reinschauen beim aktuellen Wetter um die Mittagszeit. Spätsommerlich warm geht es in diese Wetterwoche hinein. Und jetzt schauen wir uns gleich die Einzelheiten anhand der Großwetterlage an. Über weiten Teilen Europas hat sich ein mächtiges Hochdruckgebiet aufgebaut. Nur von Nordwesten her, ja, machen sich ein paar Wolken auf den Weg Richtung Alpenraum, die morgen das Wetter nicht ganz ungetrübt erscheinen lassen. Hier gleich die Einzelheiten dazu. Im Tagesverlauf ziehen von Nord nach Süd immer wieder ein paar kompaktere Wolkenpakete durch. Vereinzelt kann es auch ein paar Regentropfen geben, also sollten Sie eine längere Wanderung planen, den Regenschutz auf jeden Fall mit dabei haben. Viel wird es aber nicht sein. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 22 und maximal 26 Grad im Inntal. Wie geht es dann weiter mit dieser Wetterentwicklung? Diese Frage stellen wir uns ja alle. Aber das schaut relativ gut aus. Ab Mittwoch dreht die Luftströmung auf Süd. Das bedeutet, die Temperaturen steigen und steigen auf bis zu 27 Grad. Die Sonne wird definitiv am Mittwoch die Oberhand behalten, ungetrübter Sonnenschein. Am Donnerstag können ein paar Quellwolken mit dabei sein. Und vom langfristigen Trend her, vom 15-Tage-Trend her, kann man nur so viel sagen. Diese Wetterphase bleibt uns jetzt mal bis zum kommenden Wochenende erhalten. Und auch in der nächsten Woche könnte es relativ warm weitergehen. Aber das ist noch eine unsichere Sache. Und mehr dazu gibt es dann in aktuell nach 1. Bis dann.